Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Nachdem wir hoffentlich erstmal unsere Finanzprobleme stabilisieren konnten, Geld geht auf jeden Fall wieder nach oben. Wir machen gerade monatlich einen Profit von 5000. Wie gesagt, wir müssen das noch im Auge behalten, ob das dabei jetzt bleibt, ob das gut funktioniert. Dann können wir jetzt aber endlich hier weiterbauen und fertig bauen. Ich bin am Überlegen, oder ich war am Überlegen, ob ich diese Wand hier noch austausche. Und zwar auch in diese Kacheln, damit das hier so ums Eck rum, ja, besser aussieht. Oder einheitlicher, nennen wir es mal einheitlicher. Lasst mich mal schnell suchen. Waren die das? Ne, die war das. Und wir bräuchten dann jetzt die hier, ne? Richtig. So. Und zwar... warte, ich setze sie erstmal... Ich setze sie nicht hin, ist okay. Aber warum macht das denn hier nicht so schön über Eck? Weil das außen ist und nicht innen. Ich will mir jetzt noch Gedanken machen, ob ich das hier noch versetze. Aber erstmal färben wir die jetzt ein. Das ist das Dunkle unten, oder? Ne, das waren die Linien dazwischen. Die habe ich auch weiß gemacht. Das habe ich weiß gemacht. Und das habe ich, blau gemacht. Danke. Sehr gut. Und jetzt wäre halt die Sache... Ich müsste das hier nach innen setzen, damit das hier so eine schöne Ecke ergibt. Dadurch war das hier aber so bescheiden. Ich verstehe. Jetzt haben wir da die komische Ecke. Ist halt die Sache, ob das dann da... nötig ist. Ich meine, hier innen sieht es gut aus, ne? Kannst trotzdem so lassen und da unten dieses Fleckchen vielleicht etwas anders kaschieren. Ist nur die Frage, womit? Gibt es hier Bordsteinkanten, die so aussehen? Stimmt nicht, ne? Wenn ja, bei Wanddekoration, weil das da zu dem Set gehört. Aber ich bezweifle es. Es waren doch genau Feuerwehrhaussachen. Hier sind Feuerwehrhaussachen, aber... ich glaube, das passt dann da nicht so wirklich zu. Ja, man kann trotzdem natürlich sagen, man nimmt hier sowas und setzt es da jetzt hin, um das zu kaschieren. Aber ja, schön ist halt auch anders, ne? Ein Mülleimer würde sich da vielleicht anbieten. Allerdings fürchte ich, dass uns das so ein bisschen den Weg dahin versperren könnte. Und er passt halt nicht wirklich, ne? Ja, das sieht auch doof aus. Lassen wir das. Wir lassen das einfach so. Meine Güte. Ich bin sogar tatsächlich am Überlegen, ob ich das nicht wieder zurückbaue. Die Kante jetzt irgendwie anders kaschiere. Ob das nicht einfach mehr Sinn macht? Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen... also ich nicht so ein Ding hier. Ich glaube, das hatte ich da schon mal hingesetzt und für Kacke befunden, ne? Weil wenn man es so ganz weit reinschiebt... Musik ist auch bezaubernd. Ah.
Okay, so dass du nicht da durchglitscht. Das wäre mindestens so. Dann glitschen die aber so ein bisschen übereinander, was ich doof finde. Also würde ich den mindestens bis dahin schieben. Wäre okay, oder? Ja, müssen wir uns noch angucken. Jetzt ist natürlich mal wieder dunkel. Toll. Wir haben hier noch ein paar Sitzmöglichkeiten, die ich gerne verteilen möchte. Und zwar können wir das hier relativ spiegelgleich anbringen, würde ich mal sagen. Den Mülleimer vielleicht woanders hin. Ich stelle ihn erstmal hier draußen mit ab. So. Halt die Sache, ne? Braucht man so viele Sitzmöglichkeiten? Wahrscheinlich nicht. Aber was man hat, hat man, ne? Und das jetzt doch das Renner-Café schlechthin wird. Ich weiß, wir hatten hier eben einen Tisch stehen, aber vielleicht wird da trotzdem einer Sinn machen. Ich finde das Fenster noch sehr unschön. Sieht noch so lieblos aus. So im Gegensatz zu dem Rest. Muss man mal gucken. Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist ein bisschen mehr Dekoration. Das ist wieder die Sache, dass ich hier dieses andere Teil mit anklicken will. Ich meine, hier wird es ja gehen. Da können wir die Wand einfach wegmachen. Jetzt habe ich die Wand doch mit dabei. Ach, die untere. Oh. Das fehlt. Nee, das fehlt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben. Habe ich nur die Sachen, die ich möchte? Gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir das nämlich jetzt hier schön anbringen. Vielleicht auch nochmal kopiert hier rüber. Wir sehen, wie toll schief das mal wieder ist. Ist diese Kante da, ne? Dieses Loch, was wir da unten haben. Wir da nämlich auch noch mal Licht. Was mir gerade nicht gefällt, ist, dass das hier nicht bündig ist bis zum Fenster. Oh, nein. Ich wollte eigentlich so machen. Das da anpassen. Weil dann müsste das hier auch wandern. Oh, jetzt haben wir dann aber wieder ein Problem. Drei Stück müsste ich haben, ja. Dann zerren wir das einfach so ein Stück auseinander. Sehr gut. Was mich noch irritiert, ist das hier perfekt eingefärbt, dieses hintere Ding? Ja, ne? Sieht nur halt so komisch aus. Okay. So. Ja, das Wanddesign bräuchten wir dann eigentlich auch da drüben, ne?
Das weg. Das weg. Na, kommen Sie mit, bitte. Ja, hier passt das jetzt natürlich wieder nicht. Das ist ja toll. Traum. Ja, dann nehme ich doch lieber direkt den hier. Sieben Stück, gut. Oh, nein. Wie geht es? Hallo? Da kommt's doch. Wunderbar. Stückchen rüber, Stückchen mehr raus. Dann passt das doch auch perfekt dahin. Wir kriegen nochmal eine schöne Beleuchtung hier durchgezogen. Jetzt gefällt mir das doch besser mit dem Fenster da. Auch wenn das noch nicht so optimal ist. Ach, ich habe das untere Teil vergessen. Moment. Dann müssen wir es doch... Ja, wobei, wir können es ja doch so anbringen und das untere Ding gleich einfach drehen. Beziehungsweise das nochmal kopieren, das jetzt drehen. So ist auch schön, ne? Das ist jetzt halt etwas doof. Musik ist auch eher bezaubernd. Das ist okay. Das ist noch nicht so okay. Das ist schon, oder? Da achtet man jetzt nicht so extrem drauf, ob das da oder nicht oder sonst. Hier würde ich jetzt vielleicht einfach nur ein paar Bänke machen. Und was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist jetzt hier an den Tischen die, Farben anzubringen. Kann ich die Tische nicht markieren alle? Och, nö. Oh. Man lasse ich so. Oh, den Stress tue ich mir jetzt nicht an. Aber Bänke können wir hier noch reinmachen. Eine da und. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich würde sie ungern da an der Wand setzen. Dann sitzen die Leute da in der Fassade. Aber da kann man sitzen und warten. Wir haben hier einen dezenten Überschuss an Mülltonnen gerade. Hier drin haben wir einen. Hier haben wir eine reichliche Möglichkeit, uns hinzusetzen. Da kommt wieder der Aufräummensch. Dieser Job ist sterbenslangweilig. Ich brauche mehr zu tun. Wie, du hast zu wenig zu tun. Hier sind die Mülleimer voll. Warum machst du das denn nicht? Weil du dafür nicht ausgelegt bist. Warum denn das nicht? Was habe ich denn da eingestellt? Kann mir das einer verraten? Kein Wunder, dass dir langweilig ist. Du kannst wieder umdrehen. Da ist alles dreckig. Wir beobachten ihn mal eben, ob er jetzt seinen Job macht. Ich habe dich im Auge. Das ist gerade eine sehr weirde Kameraeinstellung. Geh doch da rein, da war alles dreckig. Ach, Junge. Naja, gut. Wir können dich natürlich auch hier hinstellen und dann siehst du das und denkst, ja, hier muss ich aufräumen. Jetzt macht ihn die Arbeit sehr glücklich. Warum machst du... Okay, geh zum Mülltonne, ja. Aber hier ist doch auch eine. Ich frag gar nicht nach. Ich lass ihn mal machen. So, was ist mit dir? Du machst alles, das ist sehr gut. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum das auf einmal so komisch
eingestellt ist. Was da passiert ist. Naja, ignorieren wir und machen hier einfach mal weiter. Wir machen da jetzt das Dach drauf. Achso, wir könnten, habe ich noch nicht gemacht, ne, The Cube wieder eröffnen. The Cube, aha, The Cube. Ja. Was bist du für ein Licht? Keine Ahnung, jetzt bist du aber orange. Die Betreiberfarbe. Können wir auch ändern. Sehr schön. The Cube Musik. Lautstärke lassen. Ja, machen wir ruhig mal ein bisschen geringer. Betrieb volle Besetzung. Premium Pass deaktivieren. Nee, ist hier aktiviert. Der hat hohe Prio. Wartung ist völlig in Ordnung. Wir könnten hier vielleicht mal ein bisschen was ändern. So. Also erstmal macht eine vollständige Drehung. Dann gesperrt über Kopf. Dann vorwärts überschlagen. Dann vollständige Rückwärtsdrehung. Dann halten wir nochmal über den Kopf fest und dann drehst du dich um. Und dann machen wir nochmal eine vollständige Drehung und dann ist fertig. Okay. Machen wir einfach mal so. Test. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich einmal testen. Oh. Ich bin im Moment City Skylines gewohnt, dass man mit 1, 2 und 3 die Geschwindigkeit erhöht. Und jetzt habe ich auf die 3 gedrückt. Und das geht hier ja gar nicht. Das ist ja toll. So, es sind ja... Ist ja, glaube ich, was ohne, ja. Ah, wunderbar. Schön machst du das. Das sieht gut aus. Will man doch mitfahren. Nein, dann nicht schlecht, das weiß ich auch nicht. Aber unser Geld steigt. Ich gucke gerade unten in die Ecke. Das sieht gut aus. Nochmal Action am Ende. Und runter. Das ist lang, ne? Ich würde vielleicht diese erste Drehung weglassen. Hier erstmal umdrehen. Vorwärts überschlagen, vollständige Rückwärtsdrehung, gesperrt über Kopf, umdrehen. Ich glaube, das ist schon von Anfang an dann zu heftig. So ist jetzt am Anfang noch entspannt, ne? Drehst dich erstmal so ein paar Mal, hahaha, lustig. Und dann... Also ist das die Umdrehung? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es nochmal durchlaufen, dann eröffnen wir das. So, jetzt geht so ein bisschen... Hui, Action. Das ist, glaube ich, gesperrt über Kopf. Das ist jetzt nochmal das Umdrehen. Ne, das ist nochmal das Umdrehen.
Jetzt kommt eine vollständige Schwurbelwurbel. Will man noch mitfahren, oder? Und wieder runter. Okay. Ich glaube, das ist okay. Das kann man so machen. Einmal gelandet. Können wir es jetzt neu eröffnen, ihr Lieben? Ich hoffe. Ich. Speichern. Ich hoffe, das lockt die Leute jetzt wieder an. Oh, hier auf jeden Fall in den Restaurants. Definitiv. Hier sind auch ein paar Leute drin. Wir kriegen die Leute in die Richtung. Das ist schön. So, der Cube ist wieder offen. Ihr dürft gerne kommen. Und mit... Oh Gott, sorry. Mit Cube fahren. Wir können hier jetzt noch so ein bisschen Dekoration hinmachen. Oh, guck mal, wir haben ja auch noch ein fliegendes Haus aktuell, ne? Toll. Na, dann mache ich was vor. Dann mache ich eine Leiste vor. Beziehungsweise wir machen da einfach Bepflanzung vor. Nur die Frage, sieht man das drin? So, hier drin sieht man das sehen, ne? Aber es ist ja nicht schlimm, es kann da ja auch reingewuchert sein. Du bist größer, als ich dachte. Nein, ich wollte hier unten hin. Weil da hatten wir ja eh dieses grüne Zeug durchgucken. Das ist Katastrophe hier manchmal. Jetzt machen wir noch die Ranken hier dran. Oh ja, da kommen die ersten Leute. Heim-Premium-Pass haben. Schämt euch. Das kann ja hier ruhig auch so hochwuchern. Passt dann wieder zum Design des Restes. Ja, da unten die Kante ist, glaube ich, ein bisschen blöder zu gestalten. Aber die Leute kommen zu The Cube. Das gefällt mir. Was habe ich denn hier für Steine genommen? Die, ne? Oder? Oder die? Ne, die hier, ne? Ich brauche was ich da jetzt so kantentechnisch drunter schieben kann. Oder von mir aus auch einfach hier so vorsetzen kann. Um das da so ein Ticken einzuarbeiten. Jetzt müssen wir an Oberfläche ausrichten, wieder anmachen. Sonst macht das nämlich nicht so, das blöde Ding. Ah, die Leute kommen, die Leute rennen. Ja. Oh. Kommt zum neuen The Cube. Habt Spaß. Geht dann direkt gegenüber zum Collider. Oh, ich bin gerade so glücklich, dass die Leute hier ranströmen. Das hat anscheinend doch ein bisschen was gebracht. Und auch, dass die Leute hier hinkommen, gefällt mir genauso. Wir müssten nur hier vor jetzt noch ein bisschen designen. Das ist nämlich noch nicht ganz so schön. Beleuchtung hatten wir, Dach können wir drauf machen. Da machen wir dann vielleicht auch die Geschichte wie hier drüben mit dem Dach.
Das waren diese komischen Marmorplatten, die da irgendwo hier sind. Winkel ist an. Ist noch die Frage, auf welcher Höhe. Aber ich würde mal sagen, das, was wir hier eh schon designt haben als Höhe. Das war die Kante. Ich höre den Cube gar nicht. Was ist da los? Da läuft er. Noch einmal, das sollte dann reichen. Perfekt. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fertig. Bewirbst du? Ja, du bewirbst schon die beiden Dinger da drin. Das ist ganz gut. Was nicht so gut ist, das Spiel fängt wieder an, leckiger zu werden. Das beunruhigt mich. Was wir jetzt hier vorne machen können, um dieses Loch zu kaschieren, was wir da haben, die Erde da einfach reinsetzen. Das ist immer ganz praktisch. Und dann auf eine gewisse Höhe. Ist mal so, dass es draußen nicht sichtbar wird. Können wir ganz schön hochgehen, ne? Dann ist so ja optimal. Da können wir das anders angleichen. Müssen wir hier noch angleichen? Nee. Können da ruhig noch einen nebensetzen. Da muss jemand ganz dringend mal pipi. Gut, dass wir da eine Toilette drin haben. Oh, die Leute kommen. Oh Gott, ist das schön. Oh, das freut mich so, dass das genutzt wird hier, ne? Aber wir haben mittlerweile ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten, um irgendwie mal irgendwo was zu essen. Das begünstigt das, glaube ich, nochmal umso mehr. Ja, ist die Frage. Bricht das hier durch? Nein. Okay. Dann kann der Stein da so bleiben. Das ist schön. Ah, ist das toll, wenn Sachen einfach mal funktionieren, ne? Wenn das Spiel so gnädig ist und sagt, ja, es ist heute mal okay. Wir haben dich jetzt die letzte Zeit genug gequält. Wir sind mal gnädig. Freut man sich doch. So. Wieder schreit hinter uns. Das Fahrgeschäft schreit richtig. Ich weiß gar nicht, habe ich das Zeug genommen hier verteilt? Bestimmt, ne? Was wir auf jeden Fall genommen haben, ist den kleinen Kollegen. Der darf ja irgendwie nie fehlen. Und den Kollegen auch. Den machen wir hier hinter. Was habe ich sonst noch genommen? Ich muss mich mal eben umgucken. Auf jeden Fall das.
Stachelzeug. Hier noch so ein bisschen einfach toteres Kröse. Das wird doch gut. Habe ich noch was genommen? Könnte da vielleicht noch so ein Bäumchen, so ein totes hinsetzen. Ein kleines. Gucken wir mal durch. Als wäre der dafür gemacht. Oh, oder auch nicht. Der eine Ast doch voll am reinragen. Das finde ich halt lustig, dass der hier so durchs Fenster guckt. Was ich nicht so lustig finde, ist, dass der da auch durch die Wand guckt, ne? Und jetzt guckt der mir zu weit auf dem Weg. Okay, nee. Dann bist du doch nicht der Baum meiner Träume. Dann machen wir hier wirklich nur so einen kleinen hin. Das ist nur so ein Stumpen. Dann vielleicht doch noch mal was Lebendes, Kleines daneben. Ich dachte, klein. Und hier noch was Lebendes, Kleines neben. Boah, die Lags werden wieder schlimmer. Ich hoffe nicht, dass das Spiel gleich wieder sagt, hehe, Ton ist kacke. Ich meine, wir sind eh am Ende der Folge eigentlich angekommen. Deswegen würde ich mich mal eben schnell verabschieden. Weil es sich jetzt etwas wieder gefangen hat. Aber da, jetzt haben wir immer noch kein Dach da drauf, ne? Dann machen wir in der nächsten Folge hier das Dach drauf. Und dann gucken wir, wie wir hier den Rest noch anpassen, beziehungsweise, dass wir dann hier so langsam mit dem Science-Fiction-Bereich wieder abschließen. Okay, jetzt speichert das Spiel, alles gut. Ich bin etwas erleichtert, dass der Cube wieder neu angenommen wurde, dass wir hier wieder mehr Kundschaft rumlaufen haben, müssen noch ein paar Farbanpassungen machen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich dann sehr zufrieden mit dem Neudesign unseres Cubes. Und dem ganzen Science-Fiction-Bereich hier im Außengelände. Wir machen dann, wie gesagt, das Dach. Und dann würde ich sagen, machen wir hier drin diese Ecke, die wir noch nicht gemacht haben, von diesem Wurm, dieser Wurm-Achterbahn. Und dann suchen wir uns die nächste Ecke, die überarbeitet werden muss. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüsselü!